das nicht einigen? Ja, mit den Reitern klappt das ganz gut. Ja, sehr gut. Wenn ich mal zu dir, gib sie mal die Hand. Und sag sie von 16, von 16, immer zu 16, 15, 15. Ja, das immer zu 16, 15, 15. 1, 2, 3, öffne deine Augen, du bist scheinbar hellwach, scheinbar hellwach. Alles, was ich sage, wird genauso passieren, wie ich es sage. Und nun stell dir auf deine Art und Weise vor, dein Mund ist ganz fest zusammengeschweißt, ganz fest. Egal was passiert, dein Mund ist ganz fest zusammengeschweißt, ganz fest. Wenn ich nun gleich mit dem Finger schnippe, wirst du es versuchen und es wird dir nicht gelingen. Du kannst deine Lippen nicht mehr auseinandernehmen, es wird dir nicht gelingen. Versuch sie zu lösen. Kannst du irgendwas sagen? Nicht? Funktioniert es nicht? Es ist ganz fest zusammengeschweißt, bist du ganz sicher? Okay. Wenn ich jetzt gleich deine Schulter berühre, kannst du deine Lippen wieder lösen. Bist du bereit? Jetzt. Jetzt kannst du wieder was sagen. Ja, jetzt geht's wieder. Geht's wieder, super. Danke sehr. Und er bleibt offen. Je mehr du versuchst, ihn zu schließen, desto weniger wird es dir gelingen. Er hakt sich hier ein, alles hakt sich hier ein. Dein Mund ist ganz weit geöffnet, ganz weit, ganz weit, ganz weit. Versuch ihn zu schließen, versuch ihn zu schließen, versuch ihn zu schließen. Geht's nicht? Mhm. Ist es hier eingehakt? Mhm. Ja? Wie geht's dir dabei? Nicht so gut? Mhm. Genau, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippe, dann kannst du ihn wieder schließen. Ist das okay für dich? Dann schließe ich ihn. Geht's wieder? Ja, jetzt geht's. Ja. Aber jetzt wirklich, wie wenn da irgendwie Nägel drin waren. Wie bin ich jetzt? Ja, voll. Ja. Es war jetzt irgendwie wirklich wie festgeklebt. Ja, super. Hm. Heftig. Krass. Ja, toll. Ich bin überrascht, echt. Gedanken kommen und gehen, sie ziehen vorüber wie Wolken am Himmel. Und tiefer sinken, ganz tief, tiefer sinken, immer tiefer und tiefer. Ganz locker bleiben, ganz locker und entspannt, ganz locker und entspannt und loslassen, fallen lassen, immer tiefer sinken, immer tiefer und tiefer, ganz tief. Sehr gut. Bleibst in dieser Position, bleibst in dieser Position. Alles ist ganz locker,
ganz locker und entspannt. Ganz locker und entspannt, ganz locker und entspannt. Immer kommt es so ganz tief, ganz tief. Fallen lässt. Immer mehr und mehr. Und jetzt lauschen. Ich hoffe, dir haben die Videos, die kurzen Ausschnitte gefallen. Es sollte dir zeigen, was mit Hypnose möglich ist. Natürlich ist Hypnose immer Teamarbeit, das heißt, du musst es zulassen, du musst mitarbeiten, dann kannst du diesen Zustand auch genießen. Natürlich gibt es Schockhypnose, das heißt Überraschungshypnose, jemand aus einer Überraschung heraus in die Trance führen, das ist natürlich möglich, aber du bleibst nur in dieser Trance drin, wenn du es auch wirklich willst, wenn es für dich angenehm ist und du Vertrauen hast. Also alle, die wo diesen Zustand genossen haben, haben ein tiefes Vertrauen zu mir gehabt. Sonst hätten sie sich selbst aus dieser Hypnose, aus diesem hypnotischen Trancezustand wieder gelöst. Vielleicht möchtest du Hypnose mal ausprobieren, vielleicht möchtest du es lernen. Lernen kannst du es vielleicht, um deine Arbeit zu unterstützen oder dich selber damit zu motivieren, aufzubauen, deine Blockaden zu lösen, hinderliche Programme zu löschen oder ins Positive zu setzen, genauso wie die Glaubenssätze. Das ist alles möglich, denn dein Unterbewusstsein und da kommuniziert ja die Hypnose mit deinem Unterbewusstsein. Es regelt so ziemlich alles in dir. Es steuert deine Gefühle, es steuert deine Motivation, deine Ängste, es steuert auch, in wen du dich verliebst. Die meisten denken, sie haben sich bewusst dafür entschieden. Das ist definitiv nicht so, denn diese Gefühle, wo du da bekommst, Schmetterlinge, Bauch und so weiter, diese Gefühle holst du dir nicht bewusst, sondern dein Unterbewusstsein bringt dir diese Gefühle oder schafft diese Gefühle für dich. Das sind ja eigentlich schöne Gefühle. Und du bewusst kannst vielleicht jemanden heiraten, aber das Gefühl Liebe kannst du bewusst nicht herholen. Und da siehst du mal, wie stark dein Unterbewusstsein ist. Es geistert natürlich immer auch rum, du musst es nur wollen. Aber das stimmt nicht ganz, denn der Wille ist eigentlich wirklich schwach. Man rechnet so zwischen 4 und maximal 20%, die Kraft der Wille, das Bewusstsein hat. Der größte Teil liegt also im Unbewussten. Und da siehst du, Hypnose ist der direkte Weg dorthin und du kannst dort etwas für dich zum Positiven verändern. Vielleicht willst du Hypnose lernen, vielleicht bei mir in der Schule, es würde mich freuen. Oder du genießt Hypnose, wenn du ein paar Baustellen hast oder etwas verändern willst oder vielleicht gesundheitlich etwas hast, dann ruf mich einfach an. Die Telefonnummer ist 08652 65 54 119. Es geht auch über Skype, also solltest du weit entfernt wohnen, kannst du das auch über Skype machen. Ja, das war's für heute. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, vielleicht per E-Mail, per Telefon, ganz wie du willst, oder auch über WhatsApp. Die WhatsApp-Nummer, meine Handynummer ist 0151 412-603-45. Das war's für heute. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Herbert.